Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft. Ja, stimmt ja, es war mitten in der Nacht. Und wir wollten in die Richtung, wenn mich nicht alles irrt. Ja, genau. Ja, ist richtig. Joa, gut. So, also auf die letzte Folge gehe ich hier dann doch besser nicht nochmal ein. Weil das alles so, naja, sagen wir mal so. Es würde mich doch sehr stark... wie heißt das Wort, was mir nicht einfallen will? Es würde mich doch sehr stark reizen. Also, ja. So, wir müssen hier einfach irgendwie... Verdammt, wie machen wir das denn? Okay, da hinten sind Skelette, aber die sollten ja nicht das Problem sein. Das einzige Problem, was ich hier tatsächlich wahrnehme, ist das Problem, hier erstmal runterzukommen. Na, können wir hier nicht doch vielleicht irgendwie... irgendwie ein Bett hinbauen oder so? Guck mal. Bett? Ah, es geht. Das ist cool. So, wohl und munter. Ja, so brennet alle nieder. Und dieses komische Meisterwerk, das lassen wir hier stehen. Dann wissen wir irgendwann mal, wenn wir hier wieder vorbeikommen. Ach, hier waren wir schon mal. Weil das hier jetzt auch so aussieht wie so ein Kreuz, oder? So. Die sind alle weg, jetzt aber keine Zeit verlieren. Ah, die Lichter sind ja dann weg. Stimmt ja. Ach, macht nix. Dafür ist das Kreuz auch gut. Halt. Schade, klappt nicht. Klappt ja gar nicht. Ach komm, was soll's hier? Bams, bams, bams. So. So. Und los geht's. Wir rennen, hier lang. Irgendwo ins Nirgendwo. Vielleicht sollten wir auch irgendwo, vielleicht hätten wir Obsidian mitnehmen müssen und ein Feuerzeug. Ach Gott, hier sind so viele Schweine auf so einer kleinen Plattform hier. Ist das ein Witz? Ja, nee, vielleicht hätten wir ja tatsächlich Obsidian mitnehmen müssen oder so. Und uns hier einfach ein Portal bauen können, sollen, müssen. Damit wir vielleicht schneller zum anderen auch wieder zurückkommen. Ich weiß es nicht. Möglich wäre es wahrscheinlich. Vielleicht aber auch nicht. So, ich würde ja hier gerne überall rumlaufen, aber ich will auch langsam mal wieder nach Hause. Dann können wir die Dinger hier einfach so mitnehmen. Ja, können wir einfach so mitnehmen. Da habe ich ganz schaue Sachen bei jemand anderem gesehen. Und zwar, eigentlich hätte man sich so die Brücke, also diese Zaunstellen, ich habe ja einen Zaun bei mir, gemacht im Untergrund. Ihr wisst es, wo wir Fackeln drin haben und so. Und da hätte man diese Rosen ranmachen können und dann hätte man da auch rüberlaufen können, beziehungsweise wäre dann nichts runtergefallen, aber dann hätten wir ja kein Licht. Jetzt könnte man das zwar auch noch machen und das Licht dafür wegschmeißen, aber nee, aber für andere Sachen wäre das vielleicht gar nicht so schlecht. So, jetzt müssen wir aber erstmal gucken, was wollte ich gucken?
So, wir haben da 1600. Dort geht's zu 500. Okay, wir müssen hier eindeutig lang. Und ja, dann machen wir hier das erstmal wieder weg. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier rauskommen. Ich sag's euch ganz ehrlich, wir sollten eigentlich bei uns rauskommen. Die Frage ist nur, wann und wie lange noch? Also ich habe keine Ahnung. Hä? Also, ey, das sieht nur so aus, als wäre da nur Sand. Wie können denn da die Bäume stehen? Also, manchmal verstehe ich so einiges nicht. So, wir versuchen natürlich irgendwo anzukommen. Sag mal, sind wir auf dem Weg hierher über irgendein Wasser geschwommen? Nee, ne? Aber die Richtung. Also von der Richtung her scheint es ja auf jeden Fall richtig zu sein, aber. Warte mal. So, da hinten sehe ich aber keinen Dschungel und hier auch nicht. Ist da vielleicht irgendwas anderes? Nee. Ich bin gerade echt ein wenig wartet mal. Wir machen es mal ein bisschen anders. Vorausgesetzt, nein, das kann man nicht bringen. Aber das können wir auf jeden Fall bringen. So, pass mal auf. Hier waren wir mal, irgendwann. So, Erkennungsmerkmal. Wird zwar nicht viel bringen, ein so ein Ding, dann nehmen wir mal das Ding hier am besten wieder mit. So. Was zum? Lass mich hier weg. Was? Na gut. So, dann karren wir mal hier ein bisschen rüber. Denn wir wollen ja auch irgendwo mal ankommen. So. Und voll Karacho an den schönen Gebieten vorbei. So, also Z muss auf 500 irgendwas und Y Mist. X muss auf minus 221. Laut Zettel. Es ist also noch ein ganz weiter Weg. Was war das gerade? So, da ist wieder ein Riesenberg. Alter Falter. Halt, da geht's. Da gut, geht auf mehreren. Was war denn das jetzt schon wieder? Warum? Warum zum Teufel kommt das mir so manchmal vor, als würde das. Alter. Boot so. Irgendwie. Wegschlagen, so ausschlagen. So ganz komisch. Okay, wir sehen, Z geht wieder runter. Wir müssten also eigentlich in die andere Richtung. Na gut, bei X haben wir eh noch eine ganze Strecke vor uns. Also sollte das nicht so schlimm sein. So. Aber ich glaube tatsächlich, hier waren wir schon mal. Ich glaube es. Wissen tue ich es nicht, aber ich. Oh Gott. Wie weit müssen wir denn hier rumfahren? Na, das ist ja herzallerliebst. Na gut, wird schon laufen. Werden wir schon irgendwie hinkriegen, glaube ich. Oder eben auch nicht. Je nachdem. Lalala. Im Hintergrund. Oh, ich dachte gerade, die Dinger machen mein Boot kaputt.
Im Hintergrund... Die machen mein Boot kaputt. Im Hintergrund natürlich Musik von Fiesta Online. So, jetzt müssen wir erstmal irgendwo an Land. Das gibt's doch gar nicht. Aber auch ein cooler Trick, ne? Wir machen uns ein Boot aus Birkenholz und kriegen, wenn's schält, Eichenholz. Ja, so macht man das. So, jetzt mal bescheidene andere Frage. Waren wir hier vielleicht irgendwo schon mal? Nö. Scheint nicht so. So, wir müssen uns auf jeden Fall wieder ein Boot basteln. Ja. Oh. Weißt du was? Fackeln Ahoi. Wir schmücken das immer ein bisschen mit Licht aus. So. Dann wissen wir, wenn wir uns irgendwann wieder verlaufen, wieder mal. Ja, hier waren wir. So, können wir hier jetzt vielleicht zack, zack. Ich will, das geht glaube ich nicht, ne? Nee. Aber geht das? Das geht. Okay. Aber das geht wieder nicht. Ofenkarton. Oh, das nimmt ja alles ganz schön ab hier, was unsere Nahrung angeht. Okay, dann würde ich sagen, hol das Gold weg. Warum können wir eigentlich nicht mehr stacken? Warum kann man Boote nicht stacken? Das ist eine wohl berechtigte Frage. Ach komm. Die Goldnuggets, die wollen wir ja nicht verschwenden, nicht wahr? Dann lieber 9 davon. Da geht's durch und dann... Ich hasse Sumpfgebiete. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal irgendwann... gesagt habe, aber jetzt wisst das alle. Ich hasse Sumpfgebiete. Schon allein, weil daran meistens das Boot kaputt gehen kann. Und so, da ist Lava. Warum ist der denn gerade nicht komisch? Der soll lenken und der macht das nicht. So, jetzt so. Langsam fühle ich mich hier aber immer noch reichlich unsicher. So. Na. Nein! Jetzt lass mich doch in Ruhe. So. Okay, wir müssen wohl tatsächlich über Land weiter. Und... ich empfinde das gerade als nicht so sinnvoll. Zum Glück haben wir ja immer unser Reserveplatz zum Schlafen dabei. So, hat doch super geklappt mit dem Schlafen. Jetzt könnten wir rein theoretisch... da. Ja, ich weiß, diese Anzeige nervt, aber wir brauchen leider... Oh, da ist Spinne, da ist Zombie. Alter, was? Das geht ja... Nee, es sah tatsächlich nur so aus. Ich dachte, da geht's jetzt unendlich tief rein. Sah so schwarz aus. So, jetzt, wir müssen
irgendwo ankommen. Am besten dorthin, wo wir hinwollen. So, die 500 geht schon runter, die 200 geht drauf. Das ist natürlich perfekt. Ups, ups. Na, dann tun wir uns mal noch ein bisschen weh. Hier, wunderschöne Eislandschaft. Also, wir werden hier wahrscheinlich... Oh, Hühnereier. Und nehmen wir mal ein bisschen mit. Haben wir hier überhaupt? Können wir überhaupt? Na gut, dann lassen wir euch mal. Nehmen wir mal lieber die Eier hier mit. Aber hier gibt es schön viele Hühner. Das ist sehr schön. So. Aber bei uns in der Nähe war doch gar nicht mit Schnee. Sind wir tatsächlich noch so weit weg. Da geht's rauf. Ja, ich glaube, wir werden noch eine ganze Weile unterwegs sein. Wenn ich das so richtig sehe, werden wir hier noch richtige Probleme kriegen, irgendwie irgendwas Richtiges zu finden. Na, wenn ich das hier sehe, hätten wir das Boot wohl doch irgendwie mitnehmen sollen. Jetzt müssen wir nämlich darüber irgendwie... Wir haben zwar noch eins im Inventar, aber wer weiß, ob wir das noch brauchen. Zum Glück gibt es ja hier keine Seeungeheuer oder so. Hier gibt es zwar irgendwo Viecher, wenn ein Tempel in der Nähe ist, aber uns sollte das erstmal egal sein. So, was sagen denn die Koordinaten jetzt? Das ist schon fast wieder bei den 500. So dauert das etwas länger. Das nimmt weiter ab. Es ist alles ganz schwer, muss ich irgendwie sagen. Hier so. Ich habe gar nicht auf die Uhr geachtet. Ich habe ja gar nicht auf die Uhr geachtet. Na gut. Dann, keine Ahnung. Ist das überhaupt schon eine zweite Folge oder ist das immer noch die erste? Ich habe keinen Plan. Oh Mann, ich bin so inkompetent. Ich muss mal hier A, was essen. Und B, müssen wir gleich mal gucken. Also, ich gucke jetzt erstmal. Wartet mal. Ich, da und, da und tatsächlich, wir haben... Also, es ist immer noch die erste Aufnahme. Steht leider aber nicht, wann wir angefangen haben. Warte mal. Oder? 5... Könnte das die Uhrzeit sein? Wenn das die Uhrzeit ist, dann sind wir jetzt bei 20 Minuten. Ich bin mir aber nicht so sicher. Auf jeden Fall, doch, machen wir hier. Ich beende hier erstmal die Folge und sage ciao, bis zum nächsten Mal.